Servus God of War Freunde, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wo man die Schatzkarte nicht blinzeln herbekommt und natürlich auch die Lösung, wo sich der Schatz befindet. Wir befinden uns hier in Fafnirs Lagerraum, ihr müsst von ganz vorne durchlaufen, wir sind auch ab und zu ein paar Gegner. Und wenn ihr dann dort ankommt, dann seid ihr an der gleichen Stelle wie ich. Sieht richtig cool aus. Und hier vorne befindet sich dann die Schatzkarte nicht blinzeln. Und ja, ich finde sie auch ein bisschen schwer. Man sieht nicht viel auf der Schatzkarte, außer ein bisschen Stein. Ich habe aber für euch die Lösung und die möchte ich euch jetzt zeigen. Wir befinden uns jetzt an der Stelle, wo sich der Schatz befindet. Ich bin von ganz unten einmal komplett durch die Vorlande durchgelaufen bis zum Berg. Und an der Stelle befinde ich mich jetzt. Ihr seht es auch, ich bin jetzt hier alles hochgelaufen. Ja, es geht auch noch ein kleines Stück weiter. Das machen wir jetzt auch zusammen. Und wenn ihr oben angekommen seid, auf der linken Seite findet ihr den Schatz. Ihr bekommt da auch sehr coole Materialien raus. Hier können wir zum Beispiel einen Talisman aufwerten. Dann bekommen wir auch noch einen Zauber. Den finde ich ganz cool, denn die Ragekosten sind etwas vergünstigt um 15%. Man sieht hier auch im Hintergrund genau die Location, was eben auf dieser Schatzkarte abgebildet ist. Das war's soweit. Ich hoffe, ich konnte euch hier schnell weiterhelfen. Wer mehr sehen will, kann gerne auf meinem Kanal vorbeischauen. Ich würde mich über ein Like freuen. Viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.